Dann mal weiter mit Dragon Age Awakening. Willkommen zurück dafür. Und wir sind ja mittlerweile im Nichts gefangen. Beim letzten Mal hat uns ja so ein dunkler Brut-Heini, der sich selbst der Erste nannte, durch so einen Zauber hierher gebracht. Der selbst ist hier auch mit reingekommen ins Nichts, was er eigentlich gar nicht wollte. Aber er ist auch nur verschwunden. Vielleicht finden wir ihn irgendwann noch wieder. Oh, erstmal heißes Kämpfen. Geht ja gleich wieder gut los. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ja, wir haben uns jetzt hier so einem Dorf genähert. Könnte vielleicht auch das Dorf sein, was wir vielleicht in den Schwarzmarschen gesehen haben. So sicher bin ich mir nicht. Mensch, wie viele Schatten und Dämonen kommen denn schon wieder? Die sollen uns mal in Ruhe lassen. So, das haben sie davon. Ah, diese ätherischen Umschläge, ja. Bis jetzt habe ich, glaube ich, noch gar keine benutzt. Sollte ich mal machen. Wenn es soweit ist. Hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass, wenn wir in die reale Welt zurückkommen, dass die dann wieder verschwinden aus dem Inventar. So, hier haben wir doch noch eine Essenz. Der Klugheit, wunderbar für Schurken. Verständlich. Natürlich extrem gut. Das sieht so friedlich hier aus, mit dem See und den Booten. Tja, wenn wir nicht im Nichts wären. Wir müssen uns hier also irgendwie einen Weg raussuchen. Keine Ahnung, wie das abgehen soll. Vielleicht kann uns irgendwer helfen. Was haben wir denn da? Eine einsame Seele. Eine junge Frau. Ihr seid kein Geist wie all die anderen. Wie seid ihr hierher gelangt? Tja, ich hatte nicht wirklich eine Wahl, um ehrlich zu sein. Ihr wurdet gezwungen, hierher zu kommen? Das ist äußerst merkwürdig. Nicht wahr? Die Asche meines Großvaters liegt hier begraben. Ich komme ihn häufig besuchen. Er war der Letzte, der in Schwarzmarschen geblieben ist. Als er starb, gab es in dem Dorf niemanden mehr, der die Erinnerung bewahrte. Erinnerung? Welche Erinnerung? Die Erinnerung an was? Die Erinnerung an das, was mit dem Dorf geschehen ist, natürlich. Früher war der Sumpf voller Leute. Doch dann ist diese böse Frau gekommen und hat alles verändert. Böse Sie? Frau? Oh nein, Sie sind zurück! Schnell, Was versteckt euch in nun? der Gruft! Ja, toll. Neue Quest, eine Jungfrau in Not. Lesen wir uns gleich durch. Erstmal müssen wir kämpfen. Was haben wir denn hier? Skelette. Ja, die kommen ja wie gerufen, gerade als uns die junge Dame erzählen wollte, was für eine böse Frau hier ihr Unwesen treibt. Da kommen diese ollen Viecher dazwischen. So, und ihr zwei auch noch. Und der letzte, so, da haben wir es doch. So schwer war das jetzt auch nicht. Aber wo ist die junge Lady hin? Gedroppt haben die Viecher hier auch nichts. Armselige Bande. Können wir doch eigentlich gleich mal in die Quest gucken. Vorher nochmal hier, sag. Nö, hüpft keiner raus. Okay, der Grabstein von ihrem Großvater sagt auch nichts. Geheimnisvolle Gruft, da geht's weiter, da ist sie, glaube ich, auch rein. Wir gucken mal. Eine Jungfrau in Not. Finde die junge Frau in der Gruft. Du bist einer jungen Frau begegnet, die das Grab ihres Großvaters besucht hat. Als ihr während eurer Unterhaltung angegriffen wurdet, ist die verängstigte Frau in die Gruft geflohen. Sie steckt möglicherweise in Schwierigkeiten. Tja, und da wir ja Gentlemen sind, oder Lady in dem Fall, Elissa, werden wir natürlich gucken, ob wir für diese junge Dame irgendetwas tun können. Und deswegen rein in die Gruft. Kann ja nicht schaden. Ich glaube, viele andere Möglichkeiten hätten wir eh nicht mehr gehabt. Also, dann mal los. Na toll, war ja klar. Stehen die Skelette hier gleich auf? Als wenn die auf uns gewartet hätten. Ihr steht eh nicht lange.
Mann, wie viel kommen denn da noch? Ja, mal ein bisschen Auge auf Ohren haben. Nathaniel auch. Ah, okay. Das klappt schon. Oh, Erfolg freigeschaltet. Schläge. Weiß ich zwar jetzt nicht, was das ist. Müsste ich mal nachgucken. Aber eigentlich auch egal. Wahrscheinlich mit irgend so einer gewissen Angriffsart. So und so viel Gegner getötet oder so. Schätze ich mal. Ist ja auch egal. So, schnell plündern. Und das war's schon. Da unten sieht man auf dem Minimap auch schon den Questmarker. Ich denke, da müssen wir hin. Tja, anders du sagst es. Ich finde das nichts auch nicht besonders toll. Aber was soll's, wir sind nur hier und müssen Weg rausfinden. Einsame Seele, ja, da ist die Jungfrau in Not. Ja, sie verschwindet da hinten in den Gang. Und die nächsten Skelette. Das scheint fast so, als wenn sie uns immer anlockt. Dann kommen die Skelette und sie geht weiter. Etwas verdächtig. So, stirb du Hungerhaken. Ich sehe gerade, da wir einen Gebietswechsel hatten und in der Gruft sind, hat Elissa ihren Wolf gar nicht beschworen. So, die Gruppe wäre geschafft. Anders hat einen Stufenaufstieg, auch gut. Und hier haben wir wieder eine Essenz der Klugheit. Wunderbar. Danach suchen wir. Hier geht's noch weiter. Will ich da jetzt hin? Eigentlich ist die junge Dame ja in den anderen Gang verschwunden. Bisschen was zu plündern gibt's auch noch. Nehmen wir natürlich mit. Mir fällt gerade ein. Die ätherischen Ausdauertränke werde ich auch mal bei Elissa in der Leiste packen. Gilt ja das gleiche wie für die Wundumschläge. Sobald wir aus dem Nichts raus sind, wären die wieder weg. Deswegen kann ich hier auch mal, wenn es denn nötig ist, auch mal einen benutzen. Da lohnt das Sparen ja gar nicht. Da hinten steht sie wieder. Eine Essenz der Magie haben wir auch. Und hier seid ihr. Meine kleine Falle schnappt zu. Ihr Sterblichen seid so wundervolle Wesen. So voller Sehnsucht. So voller Gier. Tja, ich glaube, das war keine gute Idee von dir. Ich könnte zwar jetzt einschüchtern, aber ich denke, es gibt hier überhaupt kein hübsches Mädchen. Zu schade, wir werden kämpfen. Mädchen. Ihr hättet sehen sollen, was sie gegeben hat, um ihren Durst zu stillen. Und nun werdet ihr meinen stellen. Na, was ist das für ein Wesen, das uns hierher gelockt hat? Ja. Irgend so ein Dämon. Hässliches Vieh. Da hat mir die Frau doch deutlich besser gefallen. Dämon der Wollust, okay. Nee, der Völlerei. Der Wollust, wie komme ich auf Wollust? Was soll's. Also, Anders und Nathaniel mal ein Stückchen zur Seite. Ohren kann gleich mal draufkloppen und Elissa beschwört ihren Wolf. Dann sind wir mit 6 gegen 1, das sollte doch eigentlich hinhauen. Ich glaube, das war ein großer Fehler von diesem Dämon, zu versuchen, uns hier in eine Falle zu locken. Okay, ein bisschen Verstärkung kriegt er, ein paar Skelette. 1, 2, 3 oder so. Soll's, der Dämon ist gleich hin. Und zack. Wunderbar. War jetzt eigentlich nicht das Problem für so einen Bossgegner. Die anderen kleinen Scheißer hier, die noch um uns rumkrauen, sind auch gleich erledigt. Das war's schon. Schnell plündern. Ups.
mich so lange eine Gefahr. Quest absolviert. Die Frau war in Wahrheit ein Dämon der Völlerei. Du hast den Dämon besiegt und den gefangenen Geist der echten Person freigesetzt. Befreit. Kann ich nun endlich gehen. Ich danke euch. Okay, es gab wohl mal wirklich so ein Mädel hier. Wie ihr wünscht. Von dem hatte der Dämon wohl Besitz ergriffen. Jetzt ist er weg. Auf jeden Fall auch frei. Haben wir doch das Richtige getan. Hoffe ich doch mal. Da habt ihr euch den Falschen ausgesucht. So ist das. Wir können die Dinger leider nur mit Elissa einsammeln. Obwohl ihr die Magie nur wirklich nichts bringt. Aber was soll's. So. Ah, hier ist noch eine versteckt gewesen. Konstitution, das ist doch schon etwas besser. Mehr Life für Elissa. Wie ihr wünscht. Vielleicht sollte ich mal noch mehr von diesen Särgen durchsuchen. Aber die meisten waren ja eh schon auf. Da kamen ja die Skelette raus. So, und jetzt bleibt uns doch eigentlich nur noch der Gang hier. Hier runter wollte ich sagen, aber da haben wir doch noch ein paar Gegner. Eigentlich waren wir doch hier schon. Naja, die kriegen wir auch noch gebacken. Sage ich jetzt einfach mal so. So, komm, mach dem Ganzen ein Ende. Ach, einer ist noch, habe ich fast übersehen, aber meine Wölfe haben aufgepasst. Morgan auch, und da liegt der. Okay. Leichtes Spiel. Die einzigen, die ein bisschen mehr aushalten, sind die Elite-Gegner. Der Rest kippt ratzfatz aus der Latschen. So. Gedroppt haben sie nix, dann mal hier runter. Ein Stückchen waren wir ja schon, bis hier zur Ecke. Oh Mann, noch mehr. Bleibt doch einfach liegen. Das spart euch viel Ärger. So, die ersten beiden schon wieder down. Hier oben kommen noch mehr. So, und der letzte noch. Ein altes, rasendes Skelett. Das ab jetzt nicht mehr rast. So. Alle geschafft. Vielleicht haben sie noch was dabei. Sieht fast gar nicht so aus. Ah, da oben führt unser Weg weiter. Die unsterblichen Schwarzmarsche. Wahrscheinlich wieder raus aus dieser Gruft. Da unten schnell noch was mitnehmen. Okay. Und dann haben wir hier, glaube ich, alles. Wenn nicht, ist auch egal, ist Pech. Raus hier. Dürfte aber allerdings dann auch ein anderer Ausgang sein. Schnell vorher nochmal anders hier verarzten. Man weiß ja nie, was draußen auf uns lauert. Magie, Willenskraft, so wie immer bei ihm. Ein Zauber haben wir noch. Ja, jetzt können wir hier Einklang nehmen. Boni auf Willenskraft, Magie und Mana-Rack. Da wollte ich ja hin. Ging die Sache hier diesmal fix. Gar nicht lange gucken und dann mal wieder raus. Mal gucken, wo wir denn rauskommen. Na, so. Das sieht aus wie ein Friedhof. Gibt's hier irgendwas? Scheinbar nicht. Zumindest nicht hier auf dem Friedhof. Na, dann mal runter. Oh. Halt! Wer betritt die Schwarzmarsch? Wer bist du denn? Wir sind graue Wächter und wir sind hier gefangen. Gefangen? Dann seid ihr genau wie wir, eingesperrt. In diesem endlosen Albtraum. Wir sind ihr schon so lange hier ausgeliefert. Ich habe fast vergessen, wie es vorher war.
Es gibt einen Geist, der gekommen ist, um uns zu befreien. Vielleicht könntet ihr ihm ja helfen, wenn es doch nur möglich wäre. Ein Geist, der die hier befreien kann? Vielleicht kann er uns dann auch weiterhelfen. Nach dem sollten wir vielleicht mal Ausschau halten. Sie ist das leibhaftige Böse. Was ist da hinten los? Ich habe gesehen, wie sie dort drin zahllose, grauenhafte Dinge Geist der Gerechtigkeit spricht. So grauenhaft, dass ich mich schäme, sie laut auszusprechen. Spricht mit den Dorfbewohnern, oder wie? Nachts unsere Kinder zu rauben, damit ich würde es niemals wagen, Herren. Ich verspreche es. Da rennen wir gleich mal hin. Obwohl, hier haben wir eine Essenz der Stärke. Na gut, jetzt nicht so wichtig. Was sagt das Buch? Die Schwarzmarschen. Mal kurz reingeguckt. Ja, das ist ein trostloser Ort. Das haben wir selbst schon gesehen. Das hier ist nicht so wichtig. Okay, bevor wir zu diesem Aufruhr hier rennen, gucken wir doch nochmal rum, ob hier noch die ein oder andere Essenz rumliegt. Ich glaube, da hinten war noch eine. Ja, Geschicklichkeit. Brauchen wir auch für den Schurken. Nehmen wir doch gerne an, das Geschenk hier. So. Ich bitte vielmals um Verzeihung, Herrin. Ja, das sieht schon so aus wie das Dorf in der Realität. Bloß halt alles besser erhalten, ne? Essenz der Willenskraft haben wir da noch und einen höheren Schatten. Wird zumindest angezeigt. Muss aber außerhalb dieser Mauern sein. Hier drin ist nichts zu sehen. Aber das hier nehmen wir natürlich mit. Okay. Ich glaube, haben wir alles. Sollten wir wohl mal auf diesen Dorfplatz und gucken, was dieser Geist der Gerechtigkeit denn genau für einer ist. Das machen wir allerdings dann beim nächsten Mal. Ich würde sagen, an dieser Stelle kurz eine Pause und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Bye, bye.